Wilden Ritt im Wilden Westen führt mich die dritte Begegnung zum Erwin Vogel, hier auf Schüle, Pilisau. Der Erwin Vogel ist Bezirksleiter Wanderweg und zuständig für die Gemeinden Pilisau und Hergiswil. Er unterhält die Wanderwege und Beschriftungen. Was es dazu braucht und was er auch mitnimmt, das sehen wir später. Ich mache mich jetzt auf den Weg mit dem Erwin Vogel. Oberhalb vom Hof Schürhobel tun wir eine Zwischenmarkierung auf einem Baum anbringen. Dort ankommen, zeigt mir der Bezirksleiter, was er auf dieser Tour alles mitschleppt. Hammer, Zangen, Schraubenzieher. Ich weiss, wenn jetzt irgendein Kleber an einer Stange ist. Ach, oder sogar in den Dingen, in den Wegweiser. Dann kannst du die Kleber gut mit dem wegmachen. Ja. Messer, den Meter natürlich. Ja. Ja. Was ich hier oben habe, das ist natürlich Stahlnägel. Das sind andere Nägel. Mhm. Und wenn du so auf Feld und Flur bist, ich verliere immer wieder Sachen. Mhm. Oder du tust etwas ab oder es geht dir etwas. Dann findest du es nicht mehr. Darum, gewisse Sachen habe ich doppelt. Also, du siehst schon jetzt. Ich habe zwei Schachtale Stahlnägel, zwei Schachtale mit den übrigen Nägeln. Das sind Kupfer und solche. Und natürlich Bleistift. Ja. Oder sogar das. Mit einem dunklen Holz, wenn es grau ist, siehst du den Bleistift kaum. Und das sind Steighöfe. Wenn jetzt eine Stange hoch ist, also ja. Das ist die normale für zwei Zoll. Und die hat auch eine gewisse Fläche. Und hier habe ich jetzt einfach andere. Ja, das gibt ja verschiedene Rohre. Das wäre jetzt sogar für die Grösse da von den Lampen in den grossen Ortschaften. Oder? Mhm. Und das ist. Das wäre jetzt das, was du könntest. Um den Wegweiser zu bestätigen, bringen wir eine Zwischenmarkierung an. Der Erwin zeigt mir, auf welcher Höhe das etwas passieren soll. Mit Bleistift und Klebeband zeichnen wir die Form einzeichnen und abkleben. Es sieht einfacher aus, als es ist. Man sollte nicht zu viel Farbe nehmen, weil wegen der Rille könnte die Farbe ablaufen. Der Erwin arbeitet genau. Er weist mich darauf hin, dass hier die Farbe abgelaufen ist und dass man das mit grau, brauner Farbe sollte ich noch korrigieren. Also der Erwin hat mir jetzt gezeigt, wie man so eine Markierung macht. Wir haben jetzt hier so eine Rhombus-Markierung gemacht. Er ist jetzt ein bisschen ausbessern, weil die Farbe hier noch ein bisschen runterläuft. Das ist nur ein Teil, was der Erwin macht als Bezirksleiter Wanderweg für Pilisau und Hergiswil. Der Rest, was er sonst noch macht, das lesen Sie im Böttu.